Ja, willkommen zurück bei Queen Hell. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur 20. Folge meines Let's Plays hier von der Story Queen Hell. Ja, als allererstes mal, sorry Leute, für alle, die Queen Hell hier mitverfolgen, dass gestern keine Folge gekommen ist, aber aus privaten Gründen war es mir leider nicht möglich. Und ich hatte letztes Wochenende leider nicht genug vorproduziert, so dass gestern wie gewohnt eine Folge kommen konnte. Ja, wie gesagt, sorry erstmal dafür, aber heute geht's natürlich weiter. Und ja, in der letzten Folge, wo waren wir? Wir haben hier dieses Hauptlager gefunden anscheinend. Und wir haben hier wieder die Möglichkeit, Ayahuasca zu trinken. Da haben wir ja mittlerweile, ich glaube schon dreimal, haben wir uns das Zeug hier reingeballert. Ja. Und ja, jetzt müssen wir wieder ran. Und ich denke mal, ja, wir werden wieder einiges Neues erfahren. Ich bin schon sehr gespannt, also die Geschichte gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, was man so alles erfährt. Sehr, sehr interessant. Und ja, wollen wir doch mal sehen. Aber, ja, wenn ich mal so auf meine Uhr schaue. Nee, eigentlich brauchen wir eigentlich nichts zu trinken und nichts zu essen, denn wenn wir Ayahuasca zu uns genommen haben, war es ja bisher immer so, dass alles wieder komplett hergestellt war. Ich denke, dass das diesmal auch so der Fall ist, aber ich werde mal schlafen. Weil es ist schon Abend, jetzt wird es gleich stockdunkel und ich denke mal, wir müssen die Banisteriopsis finden, diese Lianenart. Und wir müssen die Psychotria heißt sie, müssen wir finden. Ja, noch ein bisschen. Damit wir hier Ayahuasca herstellen können, ich muss mal gleich in unseren Rucksack schauen, ob wir da nicht vielleicht sogar noch was haben. Jawohl, da haben wir eine Banisteriopsis. Sehr schön. Was haben wir noch? Ja, hier ist natürlich wieder alles verfault. Ah, verdammt. Ja, zerstören, würde ich sagen. Oh, bevor wir hier gleich dehydrieren. Er meckert schon wieder. Ja, es ist alles schon sehr, sehr, ja. Gut, dann werden wir hier mal unser Feuerchen herstellen. So, haben wir nicht genug. Ja, das dachte ich mal schon. Müssen wir kurz losgehen. Ich muss mal kurz hier eben ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht ein bisschen zu leise, das Spiel. Da ich immer mehrere Guides aufnehme hintereinander, ist es immer. Ja, muss ich immer gucken mit der Lautstärke, weil manche Games, die sind brutal laut. Da muss ich dann wieder runterdrehen. Manche sind zu leise und. Ja. Da muss man halt immer ein bisschen schauen. So, wir brauchen einen Baum. Aber nicht so einen dicken hier. Wir brauchen einen dünnen. Gibt's hier was? Ah, das ist gut. Hier, Früchte. So, okay. Aber was haben wir hier? Holzscheiten. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Baum. Da, sowas brauchen wir. Och nee. Echt jetzt? Okay, jetzt geht die natürlich im falschen Zeitpunkt kaputt. Äxte. Stock und Stein. Das haben wir doch mit Sicherheit. Was haben wir hier? Ein Bambusstock. Geht das auch mit dem Bambusstock? Ich habe das noch gar nicht probiert. Lass uns das mal eben testen. Was haben wir hier? Haben wir noch ein Obsidian? Natürlich. Haben wir noch Liane? Selbstverständlich. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das damit nicht geht. Sehr schade. Brauchen wir hier einen normalen Stock? Okay. Herstellen.
Obsidian und hier Liane herstellen. So, jetzt aber hier. So, ich denke, das sollte genügen. Paar Pilze snacken. Dann brauchen wir natürlich auch noch, ja, die Psychotria brauchen wir. Die haben wir leider nicht am Start, aber ich denke, die steht mit Sicherheit irgendwo hier rum. Überall, wo wir Ayahuasca herstellen müssen, war eigentlich bisher immer alle Zutaten in der Nähe. Ich denke, dass das diesmal genauso der Fall sein wird. So, ich denke, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Na. So, Feuer schon an. Yep. Sehr nice. So, die Psychotria fehlt uns noch, wie gesagt. Gehen wir mal schauen, ob wir die irgendwo hier in der Nähe finden. Wäre natürlich ganz nice. Hoffe natürlich nur, wir müssen nicht allzu weit laufen. Und hoffe natürlich, es greift uns nichts an. Ich höre da jemanden wieder singen. Da ist wohl irgendwo ein Gegner in der Nähe. Ich habe jetzt eigentlich gar keinen. Ah, da ist ja eine. Nice. Ich will jetzt keinen Trouble. Ich will jetzt hier Ayahuasca trinken. So, wir haben keinen Platz im Rucksack. Moment. Was haben wir hier überhaupt? Verdorben. Was haben wir hier? Paranus. Werden wir mal essen. Okay, jetzt habe ich es fallen lassen. Nicht schlimm. Essen. Essen. Ich hau alles rein. Mir egal. Ich habe das Gefühl, der kommt immer näher. Was ist los mit dem? Lass mich in Ruhe. Ich habe jetzt Bock auf Ayahuasca. Ich will wissen, wie es in der Geschichte weitergeht. Denn bei meinem Glück sterben wir. Ich habe immer so ein Glück. Lässt sich leider nicht vermeiden. So, let's go. Ayahuasca Time. Noch schnell einen Schluck Monster. So, dann schauen wir mal, was uns diesmal so erwartet. You're gonna miss them again. Yeah, where are you? You'll stay here with me again. Is that what you want? No, no, not again. Okay. Was passiert hier? Just tell me what happened. You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Ja, krieg ich direkt wieder Gänsehaut hier. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time. Boah. Ja, die Geschichte nimmt mich irgendwie mit, muss ich ehrlich gestehen.
But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Scheiße, ey. Nimmt mich das mit, grad. Ja, also nicht wundern, wenn ich da ins Dunkle starre. Das mache ich eigentlich nur, damit ihr besser den Untertitel lesen könnt, damit ihr auch hier wirklich nichts verpasst. Ja, die Geschichte ist, die hat es in sich. Also, puh. Mir stehen die Haare hier. Das ist der absolute Wahnsinn. Also Gänsehaut ohne Ende. Every patient of Immolocor became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. Mhm. Okay. Oh, ich glaube, Mia rastet hier völlig aus anscheinend. Ja, wahrscheinlich ist sie traurig, wütend, alles auf einmal. Die Gefühle, puh, schlagen voll Purzelbäume anscheinend, wie es aussieht. You left me alone. Was? To die. You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Ich hab hier echt Dauergänsehaut, Leute. Das ist krass. Ja, wenn man sich mal so richtig in das Spiel hineinversetzt, in die Geschichte, dann... Ja, gibt's Momente, da nimmt's einen irgendwie voll mit. Ich meine, es ist auch, ja, nicht gerade ein schönes Thema, ja, um was es da geht. Wie gesagt, wir wissen ja jetzt mittlerweile, ja, sie hat Krebs, sie ist schwer krank und wir haben wohl versucht, ihr zu helfen. Und ja, sie ist unsere Frau, ja, Familie. Oha. What's that? Was ist hier los? Sind die alle tot? What the? What happened here? Ach du Scheiße. Everything we do makes the tribe suffer. I sold their secrets. It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? Also langsam nicht mehr. I don't understand. How long have you been here? Mia. You know I can't remember. Wir sind bestimmt Just auch tell tot. Me. Weeks passed. You were certain you would find the cure. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Ah, das ist das Dorf, wo wir da gerade sind. Okay, können wir das Ding bedienen? Können wir da irgendwie weitermachen? Nee? Okay. Vielleicht mit einer Fernbedienung oder ist das das einzige Bild?
Was haben wir hier? Nichts. Walkie-Talkies. Higgins, das ist meine Tasche. Okay, was steht hier? Order 42, der letzte Transport. Okay. Hm. Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Start again. Ah, jetzt sind wir wieder da in unserem Zelt. Okay. Gut, das erkennen wir ja alles noch vom Anfang. Ich denke mal, das sind genau die gleichen Notizen, wie wir ganz am Anfang vom Spiel gefunden haben. Ja, das sieht so aus, als sind das die gleichen... Was lesen? Nee, ne? Nee. Okay. Wir sind im Krankenhaus, okay. Ich dachte gerade, wir wären immer noch in diesem Zelt, würden da auf unserem Feldbett sitzen. Aber hab mich schon gefragt, wo haben wir plötzlich dieses Handy her? Okay. Ich gehe mal von aus, da hinten in die Tür wieder. Scheiße. Ja, so will man, glaube ich, seine Frau auf keinen Fall sehen. Wieso hat die da jetzt so ein Zelt da drum? Ist die, hat die auch diesen Virus noch zusätzlich bekommen oder was? Holy shit. Ja, anscheinend hatte die Mia wohl mehr als nur Krebs. Wir haben ja in der letzten Folge die ganzen Notizen da gelesen. Und, ja, da haben wir ja gelesen, dass da dieser Virus ausgebrochen ist, der unaufhaltsam war, 20 Millionen Menschen der Bevölkerung vernichtet hat, quasi. Huiuiui. Ich weiß es nicht. What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Warum können wir das hier nicht? Ah, Moment. Oh je, 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 Moment. Also ich erinnere mich auf jeden Fall in der Trophäenliste, die habe ich mir ja mal angeschaut. Da gab es ein gutes und ein schlechtes Ende.
Ich bin mir nicht genau sicher. Ich habe das Gefühl, dass wir hier gerade das schlechte Ende spielen, weil wir können hier das Heilmittel... Diese Antwort können wir nicht geben. Ihr erinnert euch bestimmt, dass wir in der vorletzten Folge, ich glaube 17, 18, waren wir doch in diesem Zelt, wo wir da an diesem Gerät waren. Da haben wir doch eine Blutprobe reingemacht. Und da hätten wir noch was anderes reintun können. Das haben wir aber nicht gefunden. Wir hatten auch nichts dabei, was wir da, ja, mischen konnten. Keine Ahnung. Ich glaube, hätten wir das gemacht, hätten wir vielleicht können die Auswahl hier jetzt holen. Puh, das ist jetzt natürlich okay. Ich weiß nicht, was ich ihr antworten soll in dieser Situation. I'm sorry, I don't have a cure. I just wanted to find you. Then, come. Shit, okay. I'm waiting for you. Ich gehe mal davon aus, ja, wir konnten Mia wohl nicht retten. Wir hätten wohl ein bisschen ein Heilmittel herstellen, aber puh. Ich habe da ja leider nichts wirklich mehr gefunden. Oder ich habe mich nicht richtig umgesehen. Ich weiß es leider nicht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, wir erspielen hier das schlechte Ende. Sind wir ein scheiß Ehemann? Wir haben unsere Frau nicht gerettet. Ja. At last. You found me. Was? Isn't that what you wanted? What? Can you feel me watching? What the fuck? Was geht Just hier calm ab? Calm down. Mia. Nothing else mattered. And even though you don't want to remember, you didn't stay at the airstrip. I wish I could. I swear. Please. Okay. Let's get back to the airstrip. Ey, die gucken mich alle an. Ich krieg Angst. Was habe ich denn falsch gemacht? Wir werden hier für... Oh. Ja, so langsam kriege ich echt ein bisschen Panik. Was geht hier? Oh no. Wir haben wohl, ja, keine Ahnung. Wir wollten die Mia finden, aber das war wohl nicht so richtig. Where I've been all along? Ja, das will ich jetzt If I lose you, gerne mal wissen. Everything here was for nothing. You can't save her. Es werden immer mehr. Seid ihr Zwillinge? Drillinge? Ihr seht alle gleich aus. Vierlinge? Keine Ahnung. Hört auf, mich so anzustarren. Das mag ich nicht. Geht weg. Lass mich zu meiner Frau. You killed them. Look at them. Look at all the people you killed. Fix all of this. How many times have you failed? Jake, give up. Please, just give up. Just give up. Go away. Wow. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so lange Gänsehaut an einem Stück, ey. Alter, hört doch mal auf. Oh, verdammt. Stop. How many times have you been here? I said stop. How many times have you tried? Stop it. You can't save me. There is no one you can save. You can't even save yourself. Oh, that hurts, doesn't it? Leave me alone! Just the way you left her? Alone in the hospital, waiting to die. I wanted to fix this. Will you? You can't fix it. Yes. Find the cure. Just give me another chance. There is no cure.
Okay. Es gibt kein Heim. Oh. Then go. What are you waiting for? Was geht denn hier? Nein, geht da nicht hin. Was denn jetzt? Ey Leute, ich bin total überfordert hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, jede Entscheidung, die ich jetzt treffe, ist verkehrt. Ich habe Angst vor denen. Ich will hier raus. I'll fix this. Wait for me. Just a little longer. I swear. Get back here. Fuck. You can't fix it. Fuck. Fuck. Holy shit, das war das Ende? Echt jetzt? Wow, wie crazy. Es war wirklich das Ende, Leute. Boah. Holy shit. Das war echt krass, Leute. Also, das hat mich jetzt am Ende echt übelst mitgenommen. Ich habe immer noch total Gänsehaut. Das, was wir jetzt da am Schluss gesehen haben, haben wir am Anfang auch schon mal gesehen. Ja, wir sind wohl an allem schuld. Wir wollten doch lediglich unsere Frau finden, die anscheinend schon längst tot war. Und haben in dem Moment alles falsch gemacht, was man wohl nur falsch machen kann. Wir haben den Stamm verraten, weil wir, ja, wir haben wohl ein Mittel gefunden, wie wir mal in den Notizen da gelesen haben. Und ja, es ist alles nicht so gut ausgegangen. Wir haben sie wohl alle getötet damit, ja, mit dem, was wir da getan haben. Puh, ja, also es war auf jeden Fall mal das schlechte Ende. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Wir hätten wohl ein Heilmittel herstellen können. Ja, wir waren an diesem Gerät, wir hatten eine Blutprobe und wir brauchten noch irgendwas. Aber pff, ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung was. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann man aber natürlich herausfinden. Wie gesagt, es gibt ja zwei Enden. Das Problem ist halt nur, dass ich nicht weiß, hätte man das müssen von Anfang an irgendwie lenken oder nicht. Oder konnten wir das jetzt am Ende da in diesem einen Zelt machen, wo wir die Blutprobe da gefunden und eingesetzt haben? Ich habe ja eigentlich noch einen Speicherstand, bevor wir Ayahuasca getrunken haben. Den könnte man ja rein theoretisch mal wieder laden. Und ja, da müssten wir aber jede Menge wahrscheinlich noch absuchen. Ich denke, wir haben noch das ein oder andere wahrscheinlich noch nicht entdeckt. Vielleicht finden wir da noch irgendwas für dieses Heilmittel herzustellen. Und vielleicht somit das gute Ende zu erreichen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber die Geschichte hat mich jetzt wirklich sehr, sehr gefesselt. Wie gesagt, darum ging es mir hauptsächlich bei diesem Let's Play. Weil ich halt einfach die Geschichte wissen wollte. Und ich bereue es auf keinen Fall. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Game. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es hat Spaß gemacht. Ja, Survival ist cool. Es war auf jeden Fall um einiges besser als Stranded Deep, ja, muss ich ganz klar sagen. Man könnte jetzt, wie gesagt, man könnte das Spiel noch ewig spielen. Wir können das Ganze jetzt entweder nochmal von vorne spielen, ja, und versuchen ein anderes Ende, also das gute Ende, freizuschalten. Da müsste man allerdings wissen, wie, ja, ich denke, wie gesagt, man muss noch einiges absuchen, dass man da diesen zweiten Teil findet für das Heilmittel. Ihr habt die Möglichkeit hier im Mehrspielermodus noch zu spielen, ja, mit Koop sogar, ja, mit Freunden. Ihr könnt euch da richtige Basen aufbauen, ja, ihr könnt euch Häuser aus Lehm herstellen und ja, ihr habt so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, das war jetzt hier lediglich ein Bruchteil. Ich habe lediglich das Let's Play für die Story gemacht. Ich bin sehr begeistert, ich bin sehr zufrieden. Hat mir wirklich gut gefallen, hat mich sehr mitgenommen jetzt am Ende. Wie gesagt, ich hatte jetzt wirklich über 5 Minuten Dauergänsehaut. Ja, das war jetzt echt krasser Scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen. War gut, kann ich nur empfehlen. Ja. Ja, Leute, ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ja, war
War auf jeden Fall eine coole Erfahrung, das Ganze hier. Ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze auch gefallen hat. Ja. Ihr könnt mir ja gerne mal, wenn ihr Bock drauf habt, in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze gefunden habt. Ja, und ob ihr das Spiel auch spielt, ja, wie ihr das so findet. Und ja, ansonsten werde ich mir jetzt mal überlegen, was ich als nächstes für ein Let's Play machen werde. Ich habe mal wieder Bock auf ein Horror-Game. Ich habe da auch schon was im Kopf. Ich habe da jetzt schon mehrmals was vorgeschlagen bekommen und empfohlen bekommen, was ich selbst wirklich noch nicht gespielt habe. Und zwar ist das Layers of Fear. Ich denke, viele kennen das Game. Ich muss mal gerade die Musik ein bisschen leiser. Ja, viele kennen das Game wahrscheinlich schon. Das ist auch schon ein bisschen älter. Das ist jetzt kein neues Game. Ich habe es aber wirklich noch nicht gespielt. Und habe gehört, es soll wirklich sehr, sehr, sehr gut sein. Und ich denke mal, dass das nächste Let's Play wird. Wann das Ganze starten wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ansonsten gibt es ja aktuell nicht wirklich neue Spiele, die mich interessieren oder die jetzt wirklich, wo ich sagen kann, okay, boah, da könnte man was machen. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Wie gesagt, es kommt bald Stranded Deep Director's Cut. Stranded Deep, sage ich jetzt schon wieder. Death Stranding Director's Cut. Es kommt Ghost of Tsushima Director's Cut. Life is Strange kommt was Neues, aber ja, da müssen wir noch warten bis September. Im Oktober kommt Far Cry 6 und dieses Jahr soll noch ein neues Horror-Game kommen, aber don't. Da gibt es einen kleinen Trailer zu schon bei YouTube. Kann man sich mal ansehen. Ich bin schon sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Es soll noch dieses Jahr kommen, aber wer weiß, wir wollen uns mal nicht zu früh freuen. Wir wissen ja, wie das manchmal so ist. Vieles wird verschoben. Ja, und dann wollen wir mal sehen. Also zu Abaddon't werde ich auf jeden Fall auch einen Livestream machen. Also da habe ich richtig Bock drauf. Wie gesagt, ich mag Horrorspiele total. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Wie gesagt, ich werde als nächstes dann Layers of Fear machen. In der Zwischenzeit, bis die neuen Spiele kommen. Und ansonsten, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr hier verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.